今天阿福我写了一封信给我们国家总理默克尔博士。Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, als deutscher Staatsbürger, der schon seit mehreren Jahren in der Volksrepublik China lebt, sehe ich mich als Botschafter für die deutsche Kultur in China und für die chinesische Kultur in Deutschland und hoffe, dazu beitragen zu können, dass wir unsere gegenseitige Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besser verstehen können. Im letzten Jahr fand der G20-Gipfel in Hangzhou, China statt. In diesem Jahr wird er in Hamburg ausgetragen. Das ist ein schönes Zeichen und ich hoffe, dass der diesjährige Gipfel erfolgreich an den letztjährigen anschließen kann. Als Deutscher, der China zu seiner zweiten Heimat gemacht hat, bin ich der Überzeugung, dass die deutsche Sorgfältigkeit und Beständigkeit zusammen mit der chinesischen Flexibilität und dem Innovationsdrang zu sehr guten Ergebnissen in Technik, Wirtschaft und Kultur führen wird. In den letzten Jahrzehnten hat sich die wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit zwischen dem deutschen und dem chinesischen Volke von Jahr zu Jahr intensiviert. Meine chinesischen Freunde bestätigen mir immer wieder, dass sie vieles an Deutschland bewundern, wie zum Beispiel Produkte made in Germany oder auch den Fortschritt von Industrie 4.0. Dieses Vertrauen in deutsche Produkte fängt bei deutschen Autos an und hört bei deutschen Messern auf. Nun, denke ich, ist es an der Zeit, dass wir Deutschen etwas von den Chinesen lernen, wie zum Beispiel die Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. In Deutschland habe ich als ausgebildeter Bankkaufmann hautnah erleben können, wie wichtig Bargeld für die Deutschen immer noch ist. Auch bin ich in Deutschland nie ohne meinen Geldbeutel aus dem Haus gegangen. Doch seit ich in China lebe, habe ich festgestellt, dass bargeldloses, mobiles Bezahlen nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart ist. Egal, ob ich in Shanghai ein Taxi bezahle, einen Blumenstrauß für meine Frau kaufe oder eine Flasche Wasser brauche oder auch meine Stromrechnung bezahle, das alles kann ich über mein Mobiltelefon erledigen. Das bringt nicht nur mehr Zeitersparnis, Sicherheit und Flexibilität für Anbieter und Kunden, sondern ist auch hygienisch und kostengünstig. I don't need to carry cash with me and I don't need to worry about someone stealing my credit card. Persönlich einen Tag lang ohne Bargeld von Shanghai nach Hangzhou gereist und konnte die gesamte Reise über mein Mobiltelefon abwickeln. Meine Erfahrungen haben in den sozialen Medien viel Anklang gefunden und auch viele internationale Medien und Beobachter sind sehr interessiert, in diesem Bereich von China zu lernen. I think that's really great with the mobile phones. Yeah, that's good. Ich bin überzeugt, dass unter Ihrer Initiative bargeldloses Bezahlen auch in Deutschland populärer werden kann und das Leben der Deutschen einfacher und angenehmer machen wird. Das alles natürlich unter der wichtigen Voraussetzung, dass der Schutz der Privatsphäre der Nutzer und der Einlagen gewährleistet sind. Ich kann jetzt schon beobachten, dass Deutschland und China sich stark für die Sicherheit und die Privatsphäre einsetzen und bin überzeugt, dass wir nur durch Lernen voneinander und miteinander in eine sicherere und bessere Zukunft blicken können. Mit der freundlichen Bitte um eine baldige Rückantwort verbleibe ich. Mit freundlichen Grüßen, Thomas Derksen, AFU.